Herzlich willkommen hier bei Wheel of MMA mit einem Kurzinterview mit Fighter Max Graf. Max, du kämpfst am 2. Oktober in Nürnberg. Wie sieht's aus? Wie läuft die Vorbereitung? Top, sehr gut. Freut mich auf jeden Fall, dass ich die Vorbereitung voll durchziehen kann und freue mich auf den 2.10. Ja, wie sieht denn so eine Vorbereitung bei dir aus? Wie oft trainierst du? Wie oft am Tag? Es kommt auf den Tag an, weil ich bin auch noch nebenbei am Arbeiten. Und zweimal am Tag ist Pflichtprogramm vom Trainer aus. Und wenn ich es schaffe, sind es dann auch 3 Einheiten am Tag. Aber das ist eher so 2-3 Mal die Woche nur. Ja. Machst du dann quasi ein Trainingscamp über 8 Wochen oder 10 Wochen oder bist du quasi die ganze Zeit in Season? Ja, sag ich mal, also ich bin die ganze Zeit im Training, aber die letzten 6 Wochen werden auf jeden Fall dann richtig angezogen und dann zählt auch nur noch Vollgas. Bereitest du dich, wenn du jetzt sagst, du kämpfst am 2. Oktober, bereitest du dich spezifisch auf deinen Gegner vor? Schaust du seine Kämpfe an oder sagst du, hey, ich bereite mich auf jeden vor quasi und lass es dann auf mich zukommen? Ja, sag ich mal, ich schaue mir schon den Gegner ein bisschen an. Aber ich mache jetzt nicht nur Gegner fussiert. Also ich schaue dann schon, dass ich mein Training absolviere und schon, dass ich 1, 2 Einheiten oder 1, 2 Übungen, die dabei sind, die auf den Trainer angepasst, auf den Gegner angepasst sind. Aber im Großen und Ganzen trainieren wir so, dass ich top vorbereitet bin, um den Gegner dann meinem Stil anzupassen. Ja, wie ist denn dein Stil? Allround würde ich sagen. Also ich bin ich jetzt nicht so, der sagt, ey, ich kann nur das am besten. Ich würde eher so sagen, ey, ich bin ein kleines Überraschungspaket. Ja. Ja. Ist ja cool. Ja. Was? Wo würdest du dich sehen in diesem Sport? Also was sagst du? Wie weit willst du im MMA kommen? Wie weit will ich kommen? Also klar, man sagt immer, irgendeinen Gürtel oder einen Pokal sollte man schon mal drin haben, aber in erster Linie mache ich den Sport, weil es mir Spaß macht, weil da sehr viel Respekt und sehr viel Freude auch dahinter steht, auch um auch den Sport weiterzugeben. In Deutschland ist ja eh der Kampfsport ein bisschen im Negativen und dann versucht man, sage ich mal, den ein bisschen gerade zu richten, den Kampfsport. Und ja, also speziell irgendein Ziel, wo ich sage, ey, ich will unbedingt jetzt, sage ich mal, Wheel of MMA Champion werden, habe ich jetzt direkt nicht. Wenn es klappt, warum nicht, nehme ich auf jeden Fall mit. Aber ich möchte einfach nur den Sport treiben, gesund bleiben natürlich, keine riesigen Verletzungen mitnehmen und was weitergeben der Jugend, die sagen, kommt, probier den Sport mal aus. Das ist nicht so, wie so es dargestellt wird, überall Blut und überall nur sinnloses Rumgekloppe, sondern das ist ein auf jeden Fall effektiver Sport, den man betreiben kann und macht. Wurdest du selber schon mal mit solchen Vorurteilen konfrontiert? Also, dass jemand zu dir gesagt hat, ey, das ist doch dieser Käfigkampf ohne Regeln. Bist du ja, oft ja, damit schon konfrontiert? Ja, also oft nicht, sage ich mal. Eher, sage ich mal, die ältere Generation, wenn man hört, die Mutter hat erzählt, du machst das und das, bist du noch ganz sauber. Aber ja, im Ersten, wir sind Athleten, wir sind Sportler, die auf hohem Niveau trainieren, egal ob es jetzt, sage ich mal, Amateurbereich oder Profibereich ist. Jeder macht diese Sportart auf seinem höchsten Niveau, den er für sich kann. Und dafür allein zählt schon der hohe Respekt. Und ja, andere spielen Schach und wir gehen halt in den Käfig und zeigen, wer der Stärkere ist. Absolut. Dann noch eine abschließende Frage, Max. Warum sollte ich bei deinem Kampf am 2. Oktober einschalten? Warum nicht? Es wird auf jeden Fall lustig. 84-Kilo-Kämpfe sind immer interessant. Da wird schön geballert. Ich hoffe, mein Gegner ist genauso der gleichen Meinung. Und wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Vom Einlauf bis zum Ende. Alles klar. Hast mich überzeugt. Max, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg am 2. Oktober und das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Liebe Grüße nach Mainz. Trainier fleißig, mein Freund. Wir sehen uns am 2.10.